Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Nein. American Truck Simulator. Weder Landwirtschaftssimulator noch Euro Truck Simulator. Alles falsch. Wir sind im Moment immer noch in der Audio-Testphase drin, was das Thema. Audio und so weiter angeht. Mir ist die Musik persönlich einfach zu laut. So, die kann im Hintergrund vielleicht so ein bisschen mitlaufen, ja, aber ansonsten muss ich so schreien, das ist scheiße. Das ist, so ist es besser, wenn ich leise reden kann. Gesamtlautstärke. Müssen wir beim Fahren mal noch gucken. Ich habe mir einen Auftrag gesucht, beziehungsweise den habe ich hier gerade gesichtet. Ein Schwertransport, den wir schon lange mal machen wollten. Ich hatte aber bis jetzt immer noch nicht den richtigen LKW dazu. Ich glaube, wir können das ein klein wenig leiser machen. So und so. Ja, besser. Goodie. Licht, Gang, Bremse raus. Verzeiht mir die Umstände, aber ich bin aus irgendwelchen mir unersichtlichen Gründen leicht krank. Deswegen kann es sein, dass ich hier wieder mal niesen muss. Also, falls das Bild stockt und ich nichts mehr sage, dann habe ich gerade geniest und bin dabei, mir meine Nase zu putzen. So wie jetzt gerade. Verzeiht mir die Störung. Ich werde nämlich alles daran legen, euch möglichst nicht in die Fresse zu niesen, weil ich persönlich bin der Meinung, dass das ein Zeichen von fehlendem Anstand ist. Aber falls es passiert, war ich einfach nicht schnell genug auf die richtige Taste zu drücken. Oder was auch passieren könnte, ist, ich drücke statt Mikrofon-Mute auf Desktop-Audio-Mute und dann kriegt ihr das völlig ungefiltert zu hören. Das wäre der schlechteste Fall, aber ich werde versuchen, diesen Fall zu vermeiden. Aber darum soll es ja jetzt nicht gehen, wir wollen ja LKW fahren. Die guten Kenworth T800 noch ein bisschen prügeln. Der Bus hat ein schönes Geräusch, by the way. Ich mag das. Es ist ein Stoppschild, da muss man stehen bleiben. Deswegen heißt das Ding Stoppschild.
Schaut es mit Fahrzeit aus. 13 Stunden 33. Das ist ein Mod, by the way. Genau. Nein, aber wir interessieren uns ja hier für den Containerstapler. Ja, ups. Oder oh, ist wirklich ein Zug? Ich wollte gerade noch sagen. Da fährt ja gar kein Zug, aber da fährt ein Zug. Sonst fände ich es nämlich unverhältnismäßig. So, Oversize Load, ein Containerstapler. Fettes Teil. Will ich mal anmerken an dieser Stelle. Also ein Chassis ist es ja nur, der hat ja nicht den Arm. Aber dennoch. So, übliche Geschichte. Wie kommen wir am besten nach Elko? Ach, nach Elko sage ich, nach Kingman. Wir fahren nach Kingman. Logischerweise über die Landstraße. Zu Bisa Homes, was auch immer die damit wollen. Ah, vielleicht Raumcontainer auf Auflieger verladen. Das könnte doch sein. Naja. Wie auch immer. Sag mal, hier ist aber auch ein Zugverkehr, ey. Hier möchte ich auch nicht wohnen wollen. Das ist auch scheiße. Und noch einer. Oh, die Ampel mögen mich mal wieder. Yeah. Sehr geil. Ah, ich darf nicht vergessen, ich bin etwas überbreit. Ich drück's mal so aus, wie ich es vermute.
Diese breite Betonrampe mit quer gefrästen Rillen macht zwar unfassbar viel Krach. Hallo, Haar auf meiner Nase. Würdest du bitte weggehen? Danke. Macht zwar unfassbar viel Krach, aber sie ist extra wahrscheinlich für solche Frachten wie meine gemacht. Man möchte mich verwiegen, welche Überraschung. Ich bin ja gar nicht offensichtlich schwer. Nein. Bei wie viel gibt es das Achievement? Muss ich mal gerade gucken. Ah, 170.000. 170.000. Schwer, aber nicht der Elefant im Porzellanladen. Mindestens 1000 Meilen. Haben wir 1000 Meilen? Nein. Die Hälfte. Da fährt einer ohne Licht.
Aber es wird ja langsam hell. Deswegen machen sie die Lichter aus. Bahnübergang. Hoppla. Muss mich ein bisschen beeilen, Leute. Ich will dich aber nicht überholen. Ich will halt mal vorschriftsmäßig fahren. Wie sich für so einen Schwertransport halt gehört, ne? Tja. Damit tust du mir einen unglaublichen Gefallen, weißt du das?
Ich glaube, ich muss immer mal tanken. Muldenkipper. Die Ladung ist schwer, und das merke ich auch. Ich weiß ja, irgendwo auf dieser Strecke taucht ja noch eine Tankstelle auf. Das weiß ich. Fuck. Es kommt jetzt ungünstig. Ich mag die Achsphysik der Auflieger. Den Achssturz. Das ist alles so herrlich. Das ist echt nice. Oh, was sehe ich da? Ja, da unten ist ja eine Tankstelle, die ich gesucht habe. Und die ich meine.
die Reservelampe ist ja schon an. Komm, fahr, 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 fahr. Oh, was bist denn du für ein dämliches Stück Scheiße? Die Ortschaft rückt in greifbare Nähe. So langsam. Aber naja.
Rest Area. Und da vorne die rettende Tankstelle. Hoi, hoi, hoi. Geschafft. Dann tanken wir mal. $814, sehr geil. Nein! Habe ich einen Plan? Muss jetzt nur der Dolly mitmachen. Wenn der mitmacht, komme ich hier wieder weg. Ich halt's nicht aus. Ups. Ha, geschafft. Ja, super. Lässt sich nicht vermeiden. Ah, wie ätzend.
müssen wir jetzt ein bisschen Strecke gut machen. Das macht mich fertig, ne? Das macht mich unglaublich fertig. Schlimm. Immer schön den Schwung mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Und Überbreite beachten, auch ganz, ganz wichtig. Oh, da wäre ein Truckstop gewesen. Ich halte es nicht aus. Wo sind wir denn hier? Wow. Dieses Stück hätten wir noch geschafft. Da wäre ein Truckstop gewesen. Ein Travel Center. Flying J oder sowas. Aber nein, ich muss natürlich an der kleinsten Tankstelle dieser Welt tanken. Schaut's euch an. No problemo. Oh, wie ätzend.
Ah, das Zentrallager der NSA oder der CIA, wie auch immer. Ich muss weiter rechts fahren. Denk dran. Ah. Hui. Hoppala. Die Welt ist hier total entschleunigt, Alter, das kotzt an. Das ätzt, aber ziemlich.
Komm, fahr weg, fahr weg, fahr weg. Haha. Ja, ich rage jetzt. Bleibst du wohl stehen? Ich fahre. Weil ich hab grün. So, das darf ich ja, aber ich muss jetzt einmal hier ganz nach links. Vielleicht baue ich dieses Gitter wieder ab. Kingman, da ist es ausgeschildert. Hype.
Vielleicht haben wir es geschafft. Crossing border, entering Arizona, changing time zone. Wir sind in Arizona, meine Freunde. Und werden von der Baustelle begrüßt. Ja, geil. Jetzt habe ich doch gerade Fahrgeschwindigkeit. Nee, komm. Habe ich jetzt ausnahmsweise keine Chance. Ja, wir sind müde, habe ich begriffen. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, yeah, Wiegestation. Pipe. Endlich fahren wir mal hier in der raus. Da war ich ja noch nie. Hat die heute mal offen, die Waage? Schwer, klar.
Warum schleichen wir uns jetzt hier was zurecht? Diese Ampelschaltung, herrlich. Ist doch Kacke. Was macht denn dieses Auto da? Ist das ein Unfall? Oh Leute. Toll. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, würde Martin Luther an dieser Stelle jetzt da reinwerfen. Was ist da jetzt kaputt? Habe ich jetzt das Spiel kaputt gemacht oder was? Oh. Das ist das einzig Sinnvolle. Na, so geht das doch nicht hier, Mensch.
Wieso steht da eine Betonwand? Ich finde die, Verzeihung, ich finde die völlig deplatziert. Aber gut. Die soll mich nicht stören. Stopp. Grässlich. Was? 1,4%. Naja. Sei es drum. Fahren wir mal zum Bett, / Werkstatt. So, komme ich jetzt raus? Ja. Das klingt falsch, als würde ich jemand verhauen. Als, nee, als doch, als würde hier jemand verhauen, ja. Ja, Baufirma halt, klar. Da ist die Ausfahrt. So, wir haben es geschafft. Horrorfolge. Getriebe, please. Geschafft. Und Shift, super. Naja. Fuck, wo sind wir? Ich habe keine Ahnung. Ah, Kingman, richtig. Königsmensch. Ne, Königsherr Kingman. Man, der Mann, der Königsmann. Ja, gut. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich darf mich ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Und ein Abonnement des Kanals würde mich auch sehr unterstützen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, schaut auch auf unserem Discord-Server vorbei. Link dazu oben in der Videobeschreibung. Und der Link zu meinem Twitch-Kanal. Dort gibt es samstags abends immer Livestreams. Falls ich es schaffe oder falls ich da bin, ja. Und verzeiht die momentane Phase, in der wir uns sehr im Testen befinden. Ist ein bisschen unangenehm, ja. Aber ich denke, das stehen wir alle durch. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Abend, einen schönen Tag und eine schöne Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.